Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Mittwoch, den 28. und jetzt ist es 6.45 Uhr. Ich habe gut geschlafen. Ich tue mir nach wie vor morgens total schwer, in die Gänge zu kommen. Aber das gehört einfach mit dazu. Heute ist kalt, heute ist richtig kalt. Ich habe mir eigentlich ein Kleidchen angezogen, aber ich glaube, ich ziehe mir lieber eine Hose an, weil mir ist richtig kalt. Oh. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Dankeschön, dass ihr da seid, dass ihr mit mir meinen Weg teilt. Danke für das Vertrauen, weil ich sehe das als Vertrauen, dass ihr folgt und Interesse an mir habt und bin da einfach dankbar für. Und mir tut es auch gut, einfach in die Kamera zu reden, sagen, wie es mir geht. Auch wenn es zurzeit viele negative Dinge sind, die einfach mit mir einhergehen. Aber das gehört halt in der Depression mit dazu, dass es einfach Phasen gibt, wo es einem total schlecht geht. Und diese Phase, in der bin ich einfach jetzt gerade. Und hübsch, super mausig, sehr schick. Und genau, ich wollte mich halt bedanken einfach, dass ihr da seid und dass ihr diesen Weg mit mir geht. Hallo ihr Lieben, es ist jetzt gleich 9:30 Uhr. Ich habe mich jetzt in den Ruheraum zurückgezogen, weil mir jetzt alles zu viel ist. Mir sind die Leute zu viel, mir sind die Geräusche zu viel. Einer saß dran, hat ganz mit seinem Fuß gewackelt und das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Ich habe jetzt auch mit meiner Bezugspflegekraft geredet. Und ihr nochmal gesagt, dass es mir innerlich total durcheinander geht, dass mir alles so schwer fällt, dass selbst das Zähneputzen in der Früh mir total schwer fällt, wo es ja was alltäglich ist, was man von klein auf lernt. Aber es fällt mir so schwer. Und sie hat gesagt, ja, dass, wenn du mal angekommen bist in der Klinik und du das zulassen kannst oder auch dir so ein bisschen wie soll ich das erklären, das zulassen kannst, dass du hier angekommen bist und dein Körper jetzt so langsam regenerieren kann, ist es wohl normal, dass man sich dann so erschlagen und erschöpft fühlt. Ja, ich hoffe jetzt die Entspannung habe ich jetzt gleich 9:45 Uhr, ich muss jetzt in 10 Minuten rüber und ich hoffe, dass mir das heute ein bisschen hilft, ein bisschen runterzufahren und dass ich da auch innere Ruhe ein bisschen finde. Heute Nachmittag habe ich die erste Therapie in der Depressionsanalyse oder irgendwie so heißt es. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und die letzte Therapie ist heute 14.30 Uhr mit Akupunktur. Da werde ich mir auf jeden Fall wieder diese Pellets geben lassen, die für Angst und Depression ist und auch die für Wut ist. Nicht für Wut, die Gegensucht ist, genau Sucht. Weil ich habe das letztes Mal gemerkt, wo ich das hatte, da habe ich weit weniger geraucht, als ich sonst geraucht habe, weil es einfach auch nicht so schmeckt. Ich glaube, ganz tief drin habe ich den Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich schaffe es aber nicht. Und ich hoffe, dass ich das so vielleicht irgendwann schaffe. Ja, aber sonst ist heute mein Kopf ein wahnsinniges Chaos und so ein Durcheinander. Auch in der Nacht, ich träume zusammen einen Müll zusammen. Ich träume Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind und Sachen, die jetzt passiert sind, die alle sich zusammenträumen. Wisst ihr, wie ich meine? Das. Natürlich, jetzt lasse ich viele Dinge zu, jetzt lasse ich auch die Vergangenheit zu. Ich bin dabei, die Vergangenheit zu verarbeiten und das Ganze muss natürlich auch vom Unterbewusstsein verarbeitet werden und anscheinend kann ich das hauptsächlich im Traum verarbeiten. Aber das kostet so viel Kraft, ich sag's euch, das kostet so viel Kraft. Naja, ich hoffe, dass es heute besser wird. Und naja, ich mache es Beste draus, mehr kann ich sowieso nicht tun. Ich kann es nur zulassen und das Beste aus der Situation machen, mehr geht sowieso nicht. Ich kann nicht mehr von mir erwarten, als ich leisten kann. Also von dem her, naja. Ja.
Ich würde einfach sagen, ich melde mich später nochmal bei euch. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Guten Abend. Es ist gleich 18.30 Uhr. Ich bin zu Hause seit 15.30 Uhr ungefähr. Ich bin nach der Tagesklinik noch beim Einkaufen und in der Apotheke gewesen und bin dann eben um 3:30 dann heimgekommen. Der Nachmittag ist noch sehr interessant gewesen. Heute Nachmittag hatten wir eine Psychoedukationstherapie-Depression. Das ist sehr, sehr interessant gewesen. Da habe ich viel erfahren, habe auch viel dort darüber erfahren, wie ich meinem Partner sagen kann, wie es mir geht und dass es eben wichtig ist, ihm zu sagen, wie ich mich fühle und was mir zu viel wird. Und das hat richtig gut getan, weil ich das auch gleich umgesetzt habe, wo ich zu Hause war, dass ich gleich mit ihm darüber gesprochen habe, zumal sich das eben angeboten hat, weil die Kinder noch nicht zu Hause waren. Und das Gespräch ist sehr, sehr interessant und gut gewesen. Genau. Und danach bin ich noch in der Akupunktur gewesen. Ich habe mir so Pellets legen lassen, aber nur hier am Innenohr gegen die Depression und Angst. Habe auch irgendwie heute das Gefühl, dass es heute gut ist, weil ich dann, wo ich zu Hause war und erstmal einen Kaffee getrunken hatte, habe ich voll den Energieschub gehabt. Ich habe dann geschafft, das Bad zu putzen und die Wäsche zu sortieren und die gewaschene Wäsche zusammenzulegen und die erste Wäsche vorzubereiten, damit ich morgen früh, bevor ich aus dem Haus gehe, gleich die Wäsche waschen kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, das scheint mir gut zu tun. Beim ersten Mal, wo ich Akupunktur hatte, ging es ja komplett nach hinten los, weil die Therapeutin mir alle 4 Punkte gelegt hat und ich habe ja dann das Gefühl gehabt, dass es komplett mein Kopf jetzt gleich zerplatzt, weil so viel in mir vorgegangen ist. Das ist Wahnsinn gewesen. Gegen die Sucht habe ich mir jetzt heute nichts legen lassen, weil eben ich dann der Therapeutin gesagt habe, dass beim ersten Mal, wo mir alle 4 Punkte auf einmal gelegt worden sind, dass mein Kopf das hier am Durchdrehen war und ich am nächsten Morgen ja dann alle Pellets gleich entfernt habe. Und da hat sie jetzt heute gesagt, ich soll heute einfach mit der Depression und mit der Angst anfangen. Und da sind mir die Pellets rechts und links dann gelegt worden. Und ich habe das Gefühl, es ist etwas besser. Was ich aber vorher jetzt tatsächlich gemerkt habe, ist, ich bin im Wohnzimmer gesessen und habe angefangen zu häkeln. Und dann hat mein Mann die Musik angemacht. Und die Musik hat in mir was ausgelöst, was mich schier wahnsinnig gemacht hat. Ich habe mir dann Kopfhörer aufgelegt, habe mir auf YouTube was angeschaut. Aber du kannst ja die Kopfhörer gar nicht so laut stellen, dass du gar nichts mehr mitkriegst von deiner Umwelt. Das heißt, ich habe trotzdem weiterhin die Musik gehört. Und es hat mich so innerlich rasend gemacht, weil es mir einfach zu viel Geräusche waren und ich mich dann einfach ins Schlafzimmer verzogen habe und er dann in Ruhe seine Musik hat hören können. Und das ist mir nämlich auch so heute Vormittag im Gruppenraum aufgefallen, dass wo ein Mitpatient mit dem Fuß so geschwungen hat, dass mich das hier wahnsinnig gemacht hat, weil du aus dem Augenwinkel ja siehst du ja die ganze Zeit, dass der Fuß so wippt. Das hat mich total kirre gemacht und dann habe ich mich ja dann in Ruheraum zurückgezogen, weil es mir einfach zu viel war. Und ich habe heute gemerkt, ich habe das ein paar Mal gemerkt, wenn ich versuche,
ein bisschen Ruhe zu finden, dass ich dann mich jedes Geräusch total nervt. Genau. Ich habe heute Nachmittag dann nochmal ein kurzes Gespräch mit meiner Psychotherapeutin gehabt und habe ihr jetzt auch noch einmal geschildert, was ich ja in der Früh schon meiner Bezugspflege gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich morgens gar nicht mehr in die Gänge komme und dass mir alles so schwer fällt. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass meine Beine fühlen sich an wie Blei, als wenn ich Bleischuhe anhab. Also ich komme die Treppenstufen so richtig. Es fällt mir schwer, jede einzelne Stufe zu nehmen. Wisst ihr, das ist so richtig, das kostet mich Überwindung. Es kostet mich auch Überwindung, ins Bad zu gehen. Es kostet mich Überwindung, im Haushalt ein bisschen was zu machen. Und dann hat sie mir das Gleiche bestätigt, was heute früher auch schon die Bezugspflegekraft gesagt hat, dass mein Körper jetzt an einem Punkt ist, wo er in der Klinik angekommen ist. Und jetzt tastet er quasi jede einzelne Zelle des Körpers ab, wo was fehlt, wo noch Kraft gebraucht wird. Und das kostet halt auch viel, viel, viel Kraft. Ich träume zurzeit, das glaube, habe ich euch auch heute Morgen erzählt. Ich träume zurzeit so einen Müll zusammen. Da träume ich Sachen, die von früher, vor 20, 30 Jahren waren, träume ich jetzt nach. Also, das ist echt krass, was das oder wie das Unterbewusstsein mit der Therapie umgeht. Ist echt krass. Ja, in der Gruppe heute Nachmittag ging es dann auch darum, dass wenn man Depressionen hat, fängt man ja an, sich selber schlecht zu machen, die Umwelt schlecht zu machen und sich selber einfach ins schlechte Licht zu stellen und es auch noch zu glauben. Und das habe ich dann auch zu der Therapeutin gesagt, das klingt eins zu eins wie ich, weil ich ja auch seit vielen, vielen Wochen und Monaten. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, ja, genau, weil ich seit vielen, vielen, vielen Monaten eben nur schlechte Gedanken über mich selber habe, über die Zukunft nur total schlecht denke. Und das ist aber ein ganz normales Verhalten, wenn du depressiv bist. Und das ist für mich sehr hochinteressant gewesen. Genau. Aber wo ich wirklich sagen muss, wo ich stolz auf mich bin, und das hat eben auch die Therapeutin heute zu uns gesagt, wir dürfen stolz auf die Dinge sein, die eigentlich für jeden normalen Menschen selbstverständlich ist, wie morgens aus dem Bett zu kommen, für die Kinder Frühstück zu bereiten, sich selber fertig zu machen, sich anzuziehen, sich zu waschen. Pünktlich beim Termin sein. Dafür sollen wir jeden Morgen stolz sein und auch jeden Morgen uns selber sagen, sage ich jetzt zu mir, ich bin stolz darauf, dass ich es heute geschafft habe, um 5 Minuten vor 8 die Tagesklinik zu betreten. Weil es stimmt, ich kann darauf stolz sein, weil es fällt mir unwahrscheinlich schwer, wenn der Wecker um 6 klingelt, dass ich vom Bett rausgehe, dass ich ins Bad gehe, dass ich mich wasche und anziehe und so weiter. Das kostet mich seit einer guten Woche so viel Kraft und ich muss mich regelrecht überwinden, das zu machen. Also es ist sehr, sehr interessant, was in mir vorgeht gerade. Und ich hoffe, dass es vielleicht demnächst irgendwann mal ein bisschen bergauf geht. Ja, die Therapeutin hat heute auch zu uns allen gesagt, dass so eine Depression zeitlich, also dass eine Genesung der Depression gar nicht zeitlich belegt werden kann. Es gibt Menschen, die nach 10 Wochen sich so viel stabilisiert haben, dass sie wieder ihr Leben in Alltag zurückfinden können.
Und dann gibt es auch wieder Leute, die 10 oder 15 Jahre dafür brauchen. Ich hoffe es für mich, dass ich in einem Jahr zurückblicken kann und sagen kann, wow, ich habe es geschafft. Ich habe diese Depression überwunden und ich kann wieder ein ganz normales Leben führen. Ich wünsche es mir selber. Genau, also. Ich würde mich jetzt auch verabschieden, werde jetzt dann gleich duschen gehen und werde auch schauen, dass ich, also heute habe ich mir vorgenommen, mal nicht schon um 19:30 Uhr ins Bett zu gehen, sondern erst vielleicht zwischen 8:30 und 9 ins Bett zu gehen, dass ich da mir vielleicht nachher noch einen Film anschaue, wenn die Kinder im Bett sind, dass ich auch noch ein bisschen was vom sozialen Leben habe quasi. Also, weil ich habe das Gefühl, ich schlafe den ganzen Tag, also ich schlafe sehr, sehr viel. Ich gehe ja oft schon zwischen 19 und 19:30 Uhr ins Bett. Das heißt, dass ich vor den Kindern ins Bett gehe, dass ich den Kindern gute Nacht sage und ich dann ins Bett gehe und die Kinder dann um 19:45 Uhr ins Bett gehen. Und da habe ich mir jetzt für heute mal vorgenommen, dass ich die Serie von mir auf Netflix wenigstens ein oder zwei Folgen noch anschauen möchte, wenn die Kinder im Bett sind. Und dann müsste es so 8:30 oder 9 sein, bis die dann rum ist. Das habe ich mir mal fest vorgenommen. Ich werde euch morgen früh dann berichten, ob das funktioniert hat. In diesem Sinne, ihr Lieben. Herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid heute wieder. Und genau, ich werde am kommenden Sonntag das Video machen, wo ich die ganzen Fragen be beantworte, weil sich ja doch hier jetzt einige Fragen schon angesammelt haben. Und ich denke, das habe ich mir jetzt mal noch vorgenommen, dass ich das Video bis zum Sonntag schaffe. Genau. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei seid. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.